An der neuen Sporthalle in Oberhohndorf konnte nun Richtfest gefeiert werden. Es handelt sich um eine Einfeldhalle, die künftig von den Schülern der August-Bebel-Grundschule und von Vereinen genutzt werden soll. Mit einer Arbeitsbühne wurde Oberbürgermeisterin Findeis in die Höhe gefahren und mit sicherer Hand schlug sie den symbolischen letzten Nagel ein. Damit konnte nun ein wichtiger Schritt im Bauverlauf abgeschlossen werden. Vergessen sind auch die verschiedenen Schwierigkeiten, die sich bei einem Bau nun mal ergeben, gerade im Bereich Oberhohndorf. Ja, wir befinden uns hier im Zwickau, hier im Bergbaugebiet, und hier in der Nähe gab es Stollen, ehemalige Stollen, und wir wussten nicht genau, wo die sind, und die sind über der Straße hinweg, und wir hatten Glück gehabt, dass es jetzt hier auf diesem ehemaligen Sportplatz keine Probleme gab. Das Sportfeld wird eine Größe von 15 mal 27 Metern haben. Dazu kommen noch Nebenräume mit rund 270 Quadratmetern. Die Planungen für die Halle laufen nun schon seit 2 Jahren. 2012 haben wir den Fördermittelantrag gestellt, 2013, ein Jahr später, die Fördermittel bekommen, dann die weitere Genehmigungsplanung durchgeführt, die im November 2013 dann erteilt wurde. Wir haben alle Gewerke ausgeschrieben, 17 Gewerke insgesamt, sodass wir im Jahr 2014, Anfang des Jahres, alle Preise hatten und wir alle Aufträge erteilen konnten. Für den Bau der Halle werden rund 1,5 Millionen Euro investiert. Der Neubau war dringend nötig, denn die alte Turnhalle war für den Schulsport einfach nicht mehr tragbar. Die Bezeichnung Bruchbude trifft es da am ehesten. Also die alte Sporthalle hier in Oberhohndorf existiert schon lange aus alten Schachtzeiten noch. Die wurde umgebaut zu einer Sporthalle, und es war schon sehr abenteuerlich, dort in dieser Halle Sportunterricht zu geben oder auch den Vereinssport durchzuführen. Und schon Jahrzehnte fordern die Oberhohndorfer hier endlich eine Änderung. Und jetzt haben wir es geschafft. Das Richtfest ist heute für die Einfeldsporthalle durchgeführt worden. Und Weihnachten werden wir das Weihnachtsgeschenk für Oberhohndorf dann haben. Und die Sporthalle kann in Betrieb genommen werden. Die Tage der alten Turnhalle sind damit gezählt. Mit dem Abriss soll im Februar kommenden Jahres begonnen werden.